So feiern die Sieger und Aufsteiger in die HLA, die ECE Puls Handball Bruck. Nach 15 Jahren Abstinenz kann man sich ab der kommenden Saison wieder mit den Großen im österreichischen Handball messen. Aber der Reihe nach. Mit Ferlach hatten die Brucker nicht gerade den Wunschgegner fürs Finale gezogen. Und das bewahrheitete sich schon im ersten Spiel am 22. Mai in Bruck. Gestartet ist die Mannschaft der Bullen gut und lag nach 5 Minuten bereits mit 3:1 in Führung. Doch auch die Kärntner wollten einen Sieg und gaben alles, um nicht in Rückstand zu geraten. Die Kärntner lagen immer wieder knapp in Führung. Zur Pause hieß es dann 12:11 für die Kärntner. Ja, ist die erwartet. Schwere Partie natürlich, ist ein Nervenkitzel. Man merkt es vorne leider noch ein bisschen, dass die Nerven mitspielen. Aber der Luca, der Tormann, hält uns noch im Spiel. Also. Wie gut ist es jetzt in der zweiten Halbzeit? Was glauben Sie, wird der Trainer der Mannschaft mitgeben? Ja, ich glaube, er versucht ihnen mitzugeben, dass sie einfach vorne ruhiger Spiel machen müssen, so wie wir es gewohnt waren die ganze Saison. Aber die Kulisse macht dann doch ein bisschen was aus. Also. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen jetzt noch. Ja. Nach Wiederanpfiff fielen die ECE Bulls auf 12:15 zurück. Berat Mamutay erzielte wenige Minuten später den Ausgleichstreffer zum 15:15 für die Brucker Mannschaft, wodurch sich die Partie wieder völlig offen und spannend gestaltete. 48 Sekunden vor dem Spielende erneut Einstand. Es hieß 25:25. Standing Ovations in der gesamten Halle und zwei Mannschaften, die um jeden Preis gewinnen wollten. Das Siegestor zum 26:25 für Bruck erzielte ein groß aufspielender Berat Mamutay. Den Treffer hatte jeder erzielen können, aber ich bin stolz auf die Mannschaft, wir haben alle gekämpft. Es war, wie vorgesehen, ein hartes Spiel, schwer gekämpftes Spiel. Aber zum Schluss haben wir es gepackt. Ja, wir haben in Ferlach auch schon gewonnen. Wir haben gesagt, das ist ein 50-50 Spiel. Und ich habe recht gehabt und wir haben gewusst, dass das sehr, sehr schwer wird. Und er sollte recht haben. Volle Halle und die erste Halbzeit verlief recht ausgeglichen. Keine der beiden Mannschaften schaffte es, sich einen Vorsprung herauszuspielen und sich vom Gegner abzusetzen. Die Hausherren lagen lediglich einmal mit 2 Toren voran. Bis zur Pause erkämpften sich die ECE Bulls Bruck ein 15:15. Am Anfang der zweiten Halbzeit konnten die Ferlacher den Bruckern noch Paroli bieten. Doch mit der 39. Spielminute und 2 Toren in Folge der ECE Bulls gaben die Gastgeber das Spiel aus der Hand. Das Team der ECE Bulls Handball Bruck nützte seine Chance, die Saison erfolgreich zu beenden und blieb nervenstark und rang den SC Kellach Ferlach in der eigenen Halle am Ende mit 31:25 nieder. Und dann brachen natürlich alle Dämme. Jubelstimmung bei den Brucker Handballern über den Aufstieg in die HLA. René Kramer, es ist geschafft, nach 15 Jahren Aufstieg in die höchste Liga im Handball. Ja, ich glaube, ein Riesentag für den HCC Puls Bruck ist ein Riesentag. Ich sage, wir haben lange darauf hingearbeitet, wir haben ein paar Anläufe genommen und jetzt Gott sei Dank hat es heute funktioniert und ich glaube, die ganze Mannschaft, den ganzen Verein, jeden Einzelnen, was da mit hat, riesen Danke also an die Fans, an alle Leute, was da mit dem Projekt mit haben, was sie uns geglaubt haben. Und heute einfach feiern wir einfach, ist ganz einfach. Milan, Gratulation zum Meistertitel. Ab geht's in die höchste österreichische Handballliga. Ich glaube, auf das hat die gesamte Mannschaft inklusive dem Betreuerstab hingearbeitet. Genau, wir haben also heute einen souveränen Sieg gemacht. Und ich von diesem Punkt kann ich nur gratulieren auf meine Mannschaft. Also ich gratuliere auch meine Burschen. Sie haben echt toll gemacht heute. Toll gekämpft, clever gespielt und am Ende ganz verdient in Halle A. Wir sind. Denny, die ganze Saison hat man darauf hingearbeitet. Jetzt ist es soweit. Man ist wieder in der höchsten Spielklasse im Handball. Ich glaube, glücklicher kann man nicht sein als heute, oder? Nein, wir haben das, was wir wollten, haben wir erreicht. Und ja, einfach unglaublich heute ist. Also, das passt genau. Ich habe zwar immer gewartet und endlich haben wir es jetzt geschafft. Heribert Kramer, vor 5 Jahren, als man den Verein ECE Bulls genannt hat, hat man sie ein bisschen belächelt, wie man gesagt hat, wir wollen wieder dorthin, wo man gewesen ist. Heute ist ein schöner Tag.
Ja, heute ist es eingetreten, was vor 5 Jahren unser Ziel war, dass wir Bruck wieder erstklassig machen wollen. Es hat einige Jahre gedauert, voriges Jahr hat es noch leider nicht geklappt, aber es war schon gut so. Es war die Zeit noch nicht reif und heuer, denke ich, ist die Zeit reif und das passt. Herr Bürgermeister, es hat sich ausgezahlt, hier nach Ferlach mitzufahren. 200 Kilometer zurück, auch 200, 400 Kilometer für die höchste Spielklasse. Ja, da ist natürlich kein Kilometer zu viel. Heute ist ein sensationelles Spiel gewesen. Erste Halbzeit wieder auf Augenhöhe ausgeglichen und eine sensationelle zweite Halbzeit unserer Mannschaft. Und ich bin als Bürgermeister der Stadt Bruck sehr, sehr stolz, dass wir jetzt endlich wieder in der höchsten Liga in Österreich spielen. Und wir werden ein würdiger Vertreter sein. Wie schaut es heute noch aus? Wird heute noch gefeiert? Natürlich, heute wird auf jeden Fall gefeiert. Wir arbeiten seit einem Jahr oder seit 2 Jahren an das. Wir haben es letztes Jahr leider nicht geschafft. Aber dafür ist heute endlich der Aufstieg schon.